Der nächste Redner für die Fraktion der AfD ist der Abgeordnete Enners. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Gesetz wurde am Maßstab der UN-Behindertenrechtskonvention ausgerichtet und soll so für eine Verbesserung des Verständnisses für die Belange von Menschen mit Behinderungen bei den öffentlichen Trägern sensibilisieren, insbesondere durch die Aufnahme der Übertragbarkeit in einfache bzw. leichte Sprache sollen Verbesserungen für Menschen mit kognitiven Einschränkungen erreicht werden. Meine Damen und Herren, mit diesen Worten beschreiben Sie die Notwendigkeit der Gesetzesänderung. Eine gute Formulierung und ein hehres Ziel. Einzig die Umsetzung ist noch nicht ausreichend. Schauen wir uns dazu ein paar Stellen Ihres Entwurfs an. Sie schreiben, dass bestehende Bauten schrittweise mit dem Ziel einer weitreichenden Barrierefreiheit zu gestalten sind, davon aber abgewichen werden kann, wenn mit einer anderen Lösung in gleichem Maße die Anforderungen an die Barrierefreiheit erreicht werden könne. Meine Damen und Herren, diese Formulierung bemängelt der VdK Hessen-Thüringen in seiner schriftlichen Stellungnahme nicht umsonst. Denn diese Formulierung führt zu Interpretationsspielräumen und damit zur Rechtsunsicherheit. Seien Sie doch mutig und streichen Sie die Ausnahmen vollständig. Drücken Sie doch deutlich aus, dass auch die kommunalen Gebäude vollständig barrierefrei gestaltet werden müssen. Verpflichten Sie die kommunalen Gebietskörperschaften dazu, soweit es rechtlich möglich ist. Ebenfalls findet man im Gesetzestext keinerlei Fristen, bis wann die Gebäude barrierefrei umgebaut sein müssen. Da stellt sich doch die Frage, warum fehlt Ihnen hier der Wille, eine Frist zu setzen? Dass die Landesregierung einmal pro Jahr dem Landtag einen Bericht über den Stand der im Eigentum des Landes stehenden Gebäude hinsichtlich der Barrierefreiheit geben muss, ist lobenswert und gut. Wir verstehen nur nicht, warum diese Berichtspflicht nicht auch auf die vom Land angemieteten bzw. genutzten Gebäude ausgedehnt wird. Denn auch über diese Gebäude müsste die Landesregierung vollends berichten. Weiterhin schreiben Sie, dass nur noch barrierefreie Gebäude angemietet werden sollen. Es wäre schön gewesen, wenn Sie dieses nicht im nächsten Atemzug schon wieder erheblich einschränken würden. Da sagen Sie nämlich, dass die Anmietung unter dem Vorbehalt steht, ich zitiere, soweit die Anmietung nicht eine unangemessene wirtschaftliche Belastung zur Folge hätte. Meine Damen und Herren, diese Vorgehensweise widerspricht dem Geiste der Behindertenrechtskonvention. Deutschland hat diese Konvention nicht unterschrieben, damit die Anwendung der Konvention durch vorgeschobene wirtschaftliche Gründe quasi ausgehebelt oder aufgeweicht wird, sondern um sie umzusetzen. Der Bundesverband der Berufsbetreuer bemängelt in seiner Stellungnahme, dass hier auch die Privatwirtschaft ausgespart wird. Dies hatte ich in meiner ersten Rede schon angemerkt, aber wiederhole es gerne, um die Wichtigkeit noch einmal zu unterstreichen. Barrierefreiheit hat in die digitalen Medien Einzug zu halten, und keiner von uns möchte, dass Menschen mit Behinderung von den neuen Medien und Technologien ausgeschlossen werden. Also, warum sorgen Sie nicht gemeinsam mit den Kommunen und Kreisen dafür, dass die Angebote im Internet für alle Bürgerinnen und Bürger unseres Bundeslandes ausgebaut werden? Ich bleibe bei dem Vergleich mit dem Vorzeigeland Estland. Während dort die digitalen staatlichen Angebote von der Beantragung des Passes bis hin zur Ummeldung reichen, sind die digitalen Angebote hier und heute einfach nur unbedeutend gering, und das in einem Hochtechnologieland wie Hessen. Nicht nur, dass mit dem Ausbau der Angebote im Internet Kosten eingespart werden können, nein, mit der Umsetzung der Barrierefreiheit auf Internetseiten der Kommunen kann das Angebot für Menschen mit Behinderung, egal ob sinnes- oder bewegungseingeschränkt, speziell auf deren Bedürfnisse zugeschnitten werden.
Damit würde diesen Menschen ein weiterer Schritt in Richtung selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Sie sprechen in Ihrem Gesetzentwurf in diesem Zusammenhang von Zielvereinbarungen, die zwischen Landesverbänden von Menschen mit Behinderung und Unternehmen bzw. Unternehmensverbänden geschlossen werden können. Zielvereinbarungen sind gut, aber wirkungslos, wenn es nicht einen durchsetzungsfähigen Rechtsanspruch auf Verhandlungen gibt und erst recht dann nicht, wenn Verstöße gegen die Zielvereinbarungen nicht sanktionierbar sind. Leider vermissen wir von der AfD eine entsprechende Regelung im Gesetzentwurf, da eine Vertragsstrafenabrede für den Fall der Nichterfüllung oder des Verzugs vorsieht. Auch machen Ihre Regelungen zu den Zielvereinbarungen deutlich, dass Sie, meine Damen und Herren der Landesregierung, sich davor scheuen, die Privatwirtschaft verpflichtend einzubinden. Ich sprach es bereits schon einmal an. Österreich zwingt gesetzlich dazu, dass nicht nur die kommunalen bzw. die staatlichen Internetseiten barrierefrei sind, sondern auch die Internetseiten der Privatwirtschaft müssen barrierefrei sein. Die digitale Barrierefreiheit der Privatwirtschaft ist, wenn überhaupt, hier noch immer nur auf freiwilliger Basis gegeben. Ihre Kollegen in Berlin ignorieren diesen Zustand leider, und ich kann es nur noch einmal wiederholen. Ihnen hier in Hessen fehlen der Mut und der Wille, den letzten Schritt auch wirklich konsequent zu gehen. Erneut wird deutlich, dass die Absicht Ihres Gesetzentwurfs zwar gut, Ihre Umsetzung aber immer noch sehr verbesserungswürdig ist. Meine Damen und Herren, Deutschland hat in 2007 die Behindertenrechtskonvention unterzeichnet. In 2009 ist sie in Kraft getreten. Damit hat sich Deutschland und somit natürlich auch Hessen verpflichtet, alles laut UN-BRK umzusetzen und nicht der Sparsamkeit zu opfern. Vielen Dank.